Trotzdem bist du Skyler, hat das aber selber geschrieben, oder? Autobilder, nein. Flair oder was? Nein, Centino hat viel geschrieben. Seit ich ihn kenne oder mit ihm war, hat er gar nichts geschrieben mehr. Wallah, ich weiß jedes Album, was er geschrieben hat. Aber dadurch ist er wahrscheinlich sehr erfolgreich geworden, ja? Weil er sich um sein Büro krank gemacht hat. Was ich nicht mache und was mir jedes Jahr mein Kopf kriegt. Was? Er hat sich um sein Büro gehabt. Hast du das gemacht alles? Oder hat er irgendwo in seinem Internet, in seinem MySpace-Scheiß gelebt oder seine Spiel. Bibo hat sich richtig krass ums Büro gekriegt. Richtig, richtig krass. Ach die Abi? Ja, bitte. Meinung zu Rappar mit Gold und so, ist das eine Lüge? Abu Arafara, wir reden doch gerade über Hip-Hop-Geschichte, Bruder. Und Arafat ist mein Abi. Er will einfach reinkriechen, kennst du das? Ich finde es sehr interessant, was Arafat mir gerade erzählt, weil das sind auch Sachen, die keiner im Interview gefragt hat, weißt du? Nein, Bruder. Ja, erzählt zum Beispiel eine ganz andere Frage, wenn er so. Guck mal, das Krasse ist, wo ich gemerkt habe, er lässt, sagen wir mal so, Zeugen, seine besten Freunde, die er wirklich so. Muss mir vorstellen, fast jeden Tag zusammen war und was aufgebaut hat, die hatte einfach so vergessen, im Zeugenstand zu erwähnen oder verleugnet. Weiß halt.